Einen recht schönen guten Dienstagmorgen, der 22. März, wünscht euch der Bauer Hausi. Willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht da hinter mir, der Streuer ist bereit, beladen mit 6 Tonnen Feuchtkalk. Und es ist jetzt 20 vor 7 und ich starte jetzt gerade mit Streuen. Es ist noch windstill, man weiß nicht, kommt der Nordwind heute nochmals oder nicht. Darum fahre ich jetzt nicht, dass ich um 10 Uhr mit dem Nordwind Kalk streuen muss und es mir den Kalk wegbläst. Allerdings ist es ja Feuchtkalk, da mag es etwas leiden. Der ist feucht, also der ist nicht nur Staub. Aber gleichwohl, jetzt fahre ich, dann kann ich es unter optimalen Bedingungen den Kalk rausbringen. Und die Kühe misten streuen nachher. Übernommen, die mir der Kollege Bernhard eingestellt hat, damit da ungefähr 2 Tonnen Feuchtkalk die Hektare rauslaufen. Ja, und hier sieht man den Frost gut heute Morgen. Ziemlicher Frost. Da ist noch genügend, um einmal hin und her zu fahren. Ich denke, es gibt noch einen Rest. Ja, bereits 20 vor 9. Ich bringe noch schnell den Streuer zurück, dass ich um 9 Uhr am Kaffee zu Hause bin. Ja, und ich habe den Namen studiert des Kalkwerkes. Wir waren mit dem Maschinenring da. Wir haben das Kalkwerk besucht. Das ist nicht weit von Basel entfernt. Ickstein oder so etwas hat es geheißen, glaube ich. Ich schaue dann noch nach. Da gibt es einen Video dazu. Wenn ich den finde, werde ich den im Abspann anhängen. Ja, und ein paar Minuten nach 9 wieder zurück. Jetzt ist dann Kaffee-Time. Die Numa wartet schon drinnen, ich weiß es. Ja, liebe YouTube-Freunde, hier haben wir gestern Sonnenblumen gesät und es ist so trocken. Und ich möchte ein Unkrautmittel spritzen, ein Bodenherbizid, und das braucht Bodenfeuchtigkeit. Darum geben wir jetzt gerade ein bisschen Wasser, tut sowieso gut. Und nach dem Wasser werde ich spritzen. Da wird das Bodenherbizid nachher gut aufgenommen und hat eine gute Wirkung. Und jetzt der Durchgang mit dem Horsch.
das Zuckerrübenfeld aufhacken. Dann gibt es nachher noch am Morgen oder so, ich weiß noch nicht wann genau, noch einmal einen Durchgang mit der Kreiselecke. Jetzt, wir haben ja immer nur sehr flach gehackt. Jetzt mit dem Horsch gehe ich auf 15 bis 20 cm Tiefe. Ich kann das hydraulisch einstellen. Geht sehr gut. Und so sieht es hinten aus. Vom Feuchtkalk gibt es eine riesen Wolke. Und so hinter dem Horsch. Es hat schon noch große Knollen und es kommt auch feuchte Erde rauf. Ja, jetzt heute mit dem Horsch und dann abtrocknen und morgen Nachmittag mit der Kreiselecke fertig bearbeiten. Das kommt sicher gut. Und ich habe jetzt den Horsch auf eingestellt. Ich zeige euch das. Ja, so circa nicht ganz 20 cm tief. Ja, ist da eine staubige Sache. Ja, und hier ist Simon am Ecken für Kartoffelpflanzen. Mit dem 714er und der Pecoraro Kreiselecke. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Nicht vergessen, abonnieren, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Oder schreibt was unten rein, das freut den Bauerhausi. Tschüss zusammen, ciao, ciao.